Hey guys, this is Stu Grayson and Evil Uno. We're the Smash Brothers, and welcome to Chaka on Wrestling Talk Radio. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Give Me Five hier am Sonntag für euch als eines unserer neuen Formate der von euch sehr geliebten Chaka-Reihe, wo es ja jetzt jede Woche ein anderes Unterformat gibt. Heute Give Me Five mit der ersten Ausgabe, wie schon erwähnt. Eigentlich sollte das jetzt der Willi moderieren. Leider hat es da ein paar Probleme gegeben, weshalb ich jetzt hier bin. Natürlich nicht alleine. Ich habe noch die Nicole dabei. Hallöchen. Hallöchen, guten Abend. Und wie gesagt, mit dem Willi zusammen werden wir dann auch für die Sendung normalerweise die Stammbesetzung. So sind wir heute nur zu zweit. Manchmal ist das halt so, da kommen Sachen dazwischen. Aber der Plan muss eingehalten werden. Ihr wisst ja, wie das ist. Bei uns da ist immer alles pünktlich und so weiter. Da ist das dann nicht so einfach. Und wer uns schon mal live gehört hat, lacht sich jetzt gerade einen Ast. Ja, jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Give Me Five, was soll der Scheiß? Was ist das überhaupt? Gute Frage. Der Willi sollte euch das jetzt eigentlich erklären. Wir wissen es auch nicht. Naja, wir wissen es so ein bisschen. Daher alle meine Erklärungen jetzt mit Vorsicht genießen. In der zweiten Folge dann mit Willi als Host kann sich da noch was dran ändern. Vielleicht auch, indem ihr uns Kommentare da lasst, was vielleicht anders gemacht werden könnte, ihr noch andere Ideen habt. Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass das Konzept von Give Me Five nochmal überarbeitet wird. Grundsätzlich machen wir so eine kleine Liste wie beim Superstar der Woche, nur jeweils halt für jeden Monat. Das heißt, wir gucken, jeder von uns macht eine kleine Liste mit halt 5 Namen. So wie ich uns kenne, werden es auch mal mehr als 5, weil wir irgendwelche Plätze mehrfach vergeben. Aber das kennt man ja auch bei uns schon von der Jahresendwertung, wo wir ja eigentlich immer 3 Plätze haben. Da klappt das auch nicht immer so. Und wenn wir dann halt unsere jeweils vorgestellt haben, unsere 5, könnt ihr natürlich, wenn ihr die Ausgabe gehört habt, auch gerne in den Kommentaren sagen, welche werden bei euch in den 5 wichtigsten Leuten des Monats gelandet wäre. Und dann werden wir in der nächsten Ausgabe da nochmal einen Blick drauf werfen und gucken, was waren eure für den letzten Monat und euch dann wieder die ersten Vorschläge für den aktuellen Monat geben. So, ich hoffe, Konzept ungefähr klar. Da wir jetzt natürlich noch nie eine Umfrage hatten, weil das die erste Ausgabe ist, können wir natürlich jetzt nicht gucken, was waren die Favoriten bei euch im letzten Monat. Aber was wir machen können ist, wir können zumindest schon mal auf die in diesem Jahr gelaufenen Superstar der Woche Umfragen gucken, beziehungsweise auf eine, die schon abgelaufen ist, wo es einen Sieger gibt, und auf eine, die aktuell noch läuft, die ihr natürlich wieder bei uns in der Diskussion. Wrestling, genau, in der Diskussionsrunde, Wrestling Talk Radio Diskussionsrunde findet. Ist eine geschlossene Gruppe, das heißt einfach auf Beitreten und klicken und dann werdet ihr da auch natürlich reingelassen. Bei uns gibt es keinen Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein. Sollte natürlich es da irgendwelche lustigen Personen geben, die es vielleicht verdient haben, nicht reinzukommen oder wieder rausgenommen zu werden, dann kann das natürlich immer passieren. Aber normalerweise kommt bei uns jeder rein. So, die erste Umfrage
Für die erste Kalenderwoche haben wir den Sieger, wenig überraschend, dass es der Mann geworden ist, der den IWGP Heavyweight Championship bei Wrestle Kingdom 10 verteidigen konnte, nämlich Katsushika Okada, der mit leichtem Abstand vor Katsuyori Shibata den ersten Platz geholt hat. Des Weiteren haben wir auf der Liste noch Ethan Carter, den dritten, Kenny Omega, weil er der neue Chef des Bullet Clubs ist, Kushida für den Gewinn des IWGP Junior Heavyweight Championships, die Briscoes und Toru Yano, die Never Open Weight Six-Man Tag Team Champions geworden sind, Togi Makabe und Tomoaki Honma, die IWGP Tag Team Champions geworden sind, Suwama, der All Japan Triple Crown Champion geworden ist, sich leider genau danach oder in dem Match verletzt hat, womit der Titel jetzt aktuell bei vakant ist, der, wie wir ja wissen, der erfolgreichste Wrestler aller Zeiten ist, zumindest was die Titel angeht. Dann hatten wir noch in der Verlosung Carmel Jacob für den Gewinn der ICW Women's Championship, die Young Bucks, die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions gewonnen sind. Pete dann für den Gewinn des RPW British Cruiserweight Champions und Ryan Ho, wie auch immer, für den Gewinn des OVW Heavyweight Championships. So, die Liste war lang. Liste für Kalenderwoche 2 ist etwas kürzer. Nicole, möchtest du die vielleicht vorlesen? Wenn du keine Luft mehr hast, ja klar. Luft hätte ich schon, aber ich möchte die Hörer jetzt auch nicht überfordern mit meiner Stimme, weil das kann Okay. nerven. Also das ist jetzt die Umfrage vom 19. Januar, Genau die wir die. haben. Da haben wir dabei Kalisto wird WWE United States Champion. Dann haben wir Carmella mit Nummer 1 Herausforderin auf den NXT Women's Title. Zack Sabre Jr. wird RPW British Heavyweight Champion. John Morrison wird Five-Star Wrestling Champion. Dann die Rotation wird DTU Alto was? Rendimiento Champion. Okay. Alberto Del Rio wird WWE United States Champion und Air Fox wird was? Was denn das? Das ist All American Wrestling, AAW Heritage Ich habe schon gerade überlegt, was das Champion. heißt. Okay. Das müsste, Hast nehmen du wir an, jetzt die Liga sein. beantwortet? Okay. So. Die, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft diese Umfrage noch. Allerdings in dem Moment, wo ihr das hört, oder beziehungsweise runterladen könnt, den Podcast, ist die Umfrage entweder fast vorbei oder sie ist schon vorbei, je nachdem, wann ihr das genau hört. Aktuell führt Callisto mit 914. Echt? Ich habe hier 12. Ja, plus die Bilder. Die Bilder sind da noch nicht Ach mit drin. so, Das sind okay. also 2 Bilder plus 12 gegen 2 Bilder plus 9 bei Carmella. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da am Ende Kalisto auch vorne stehen wird. So, damit hätten wir jetzt das abgehandelt und können dann zum eigentlichen Grund unseres Zusammenseins hier kommen, unserer Top 5 des Monats. Wie gesagt, ihr könnt das frühestens am Sonntag hören. Was bedeutet, da ihr Sonntag hören könnt und der Rumble erst Sonntagabend bzw. Nacht zum Montag ist, ist bei uns der Rumble natürlich auch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gelaufen. Dafür wissen wir aber schon, was unter der Woche passiert ist. Und hier, wie immer, kleine Spoilerwarnung. Es kann immer passieren, dass alles, was diese Woche sonst passiert ist, in den wöchentlichen Shows mit Erwähnung findet. Das heißt,
Sonntags könnte man das denn immer schon alles geguckt haben. Wenn man irgendwas noch nicht gehört hat, Achtung, es kann immer mal zu einem Spoiler kommen. Also, wenn es da irgendwas gibt, was ihr ungespoilert unbedingt gucken wollt, guckt es lieber vorher, bevor ihr die Ausgabe weiterhört. So, jetzt sollte sich keiner beschweren können über einen Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ja, ich bin da Ja, ist mal. halt schwierig. Ja, aber lieber einmal zu viel gesagt als einmal zu wenig. Dann Ja. kann sich auch keiner beschweren. Und ja, nun sind wir zu zweit. Das heißt, wir werden maximal 10 Namen schon mal auf die Liste packen können. Wie gesagt, um das nochmal klar zu machen, ihr könnt natürlich, braucht euch nicht auf die beschränken, die wir nehmen. Ihr könnt da jeden vorschlagen. Idealerweise, wenn der noch nicht drin steht, auch eine kleine Begründung, warum. Oder wenn ihr sagt, ey, mir gefällt einfach, was weiß ich, der Hintern von Mark Henry, das wäre dann im Zweifel der Mark. Naja, gut, dann braucht das auch nicht begründen. Aber wenn es jetzt irgendwas ist, weil derjenige zum Beispiel irgendwas gewonnen hat oder sowas, ruhig damit reinschreiben, wenn das noch nicht erwähnt wurde. Gut, Nicole, was ist denn bei dir auf der Liste auf Platz 5? Ja gut, ich habe als noch ein paar Wrestler, da ging es um den Dezember. Es gibt Das ja noch ist nicht so viele, viele Shows, die wir. ja, das ist doch, sagen wir es mal so, ich würde jetzt auch sagen, bei der ersten Show, da ist es, sind wir relativ großzügig bei der Bewertung. Da kann man wirklich sagen, also es geht jetzt nicht immer nur um den Januar, sondern wirklich um die letzten 4 Wochen. Oder im Zweifel auch ein bisschen mehr, weil manchmal sieht man ja Shows auch erst ein bisschen später. Ja. Aber so grob immer. Das heißt, so Mitte Dezember kann man sagen, alles, was ihr, auch die Hörer, danach denn gesehen hat oder was danach veranstaltet wurde, passiert ist, kann auf jeden Fall mit rein. Viel länger zurück sollte es nicht liegen. Aber bei der ersten Ausgabe ist das denn noch nicht so schlimm. Und bei der zweiten Ausgabe kann man ja sagen, da kann man alle Ergebnisse ab dem Royal Rumble denn nehmen. Da ist das ein einfacher mit der Einteilung. Ja gut, wenn die Liga halt aktuell dann läuft, wie ROH. Und was haben wir noch, was noch nicht so läuft? New Japan. Ja, da ist, glaube Oder? ich, heute der erste Tag der Fantastic Mania Veranstaltung So. gelaufen. Zusammenarbeit mit CMLL. Aber da habe ich nur mal kurz in die Ergebnisse geguckt. Da ist jetzt noch nichts passiert, was man Ja, irgendwie. Competition Wrestling hat auch noch nicht so viel. Die einzigen, die halt laufen, gut, TNA Ja. und die berühmte WWE. Aber ich habe mit Platz 5 jemanden von Competition Wrestling genommen. Und das ist Bad Boy Joey Janela. Der Kerl ist 26. Hatte bis vor kurzem noch, ich glaube bis Dezember war das genau gewesen. Das habe ich mir jetzt auch nicht so genau aufgeschrieben. Ich glaube, so Mitte Dezember, der 12. oder sowas, noch den Competition Wrestling bei TV-Welt gehabt und hat ihn da gegen Lee Rush abgeben müssen, beziehungsweise hat ihn da verloren. Und ist für mich jemand, den ich neu entdeckt habe, weil ich Competition Wrestling jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger schaue. Und es ist ein charismatischer Wrestler, ein bisschen leicht Psycho angehaucht. Mag ich ja eh sehr gerne. Am Mix sehr gut. Und seine Matches waren jetzt auch gegen die, die ich gesehen habe, gegen die Rush. Bis jetzt immer sehr gut. Und er macht mir als Gesamtpaket relativ viel Spaß. Deswegen habe ich den jetzt erstmal ein bisschen auf die Nummer 5 gesetzt, weil ich halt noch nicht so viel von ihm gesehen habe. Ich weiß, dass er noch zwei Titel hält, aber da kenne ich die Ligen jetzt halt auch nicht gerade unbedingt. Ich glaube, bei Forza Lucha Cup Championship, was auch immer das sein mag, und den bei One Point Wrestling, den OPW Heavyweight Title. Also, ja. Und Das war ja dann bei der Veranstaltung Cage of Death, wo wir natürlich auch einen Review-Podcast zu gemacht haben. Könnt ihr dann natürlich auch entweder auf unserer Seite, auf YouTube, bei iTunes, falls ihr es nicht sowieso schon gehört habt oder runtergeladen habt, könnt ihr das da immer noch machen. So, ja.
Erste Werbung erledigt. Genau, und jetzt du, die Nummer 5. Ja, es wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber es wird sogar ein TNA-Vertreter mit dabei sein, nämlich der in der ersten Ausgabe bei Impact Wrestling auf Pop neu gekürte oder wie wieder gekürte TNA World Heavyweight Champion Ethan Carter der Dritte, ja, zum zweiten Mal den World Title gewonnen, nachdem er ihn bei Bound for Glory letztes Jahr an Matt Hardy abgeben musste und er kurz danach für vakant erklärt wurde, beziehungsweise Matt Hardy ihn freiwillig wieder zurückgegeben hatte und es dann ein Turnier gab, was halt mit den Halbfinals und dem Finale bei der ersten Popshow dann das Ende fand. Da konnte auch im Finale dann Ethan Carter Matt Hardy besiegen. Und aus dem Grund, weil er halt wieder TNA World Heavyweight Champion geworden ist, habe ich ihn auf die 5 gepackt. Leider, muss man sagen, hätte er es vielleicht sogar höher ins Ranking noch geschafft, wenn da diese Woche nicht gewesen wäre. Denn, Spoiler. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, den muss ich jetzt leider sagen, er hat den Titel nicht mehr. Sondern es ist mal wieder Matt Hardy. Und ja, ich verstehe es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendwer so wirklich versteht, warum man einem Matt Hardy den World Title gibt. Nochmal. Nachdem wäre das erste Mal nicht schon schlimm genug gewesen, aber naja. Weißt Gut. du, ob Björn gewonnen hat oder hast du es noch gar nicht gesehen? Ich weiß, wie er gewonnen hat, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Okay. Also, wir können es ja einfach sagen, vielleicht will es ja auch nicht jeder gucken. Dem reicht das, vielleicht reicht es dem einen oder anderen, wenn er es weiß. Der gute Tyrus war mit dran schuld. Der hat sich von Matt Hardy überzeugen lassen, auf seine Seite zu wechseln. Eigentlich nicht mal wirklich, also die Seiten zu wechseln, ja, nicht mal die Gesinnung, denn das Match ist mehr oder weniger ein Double-Turn gewesen. Das heißt, Matt Hardy ist jetzt Heel. Neben Tyrus hat er auch noch seine Frau Ruby Sky mit an der Seite und man kann wohl sagen, dass Ethan Carter jetzt zumindest sollte, je nachdem wie weit die Fehde geht, zumindest in der Fehde Faces, wie es gegen andere Gegner aussieht, muss man noch abwarten, aber es könnte durchaus sein, dass das auch jetzt ein kompletter Turn von Ethan Carter zum Face entweder schon war oder halt durch die Sachen, die in den nächsten Wochen vielleicht passieren, denn der Turn verendet wird. Ja, so. War ja geplant eigentlich, der Face-Turn, irgendwann mal. Ja, also sagen wir es mal so, bei den Reaktionen, die er gekriegt hat, ja. War es eigentlich durchaus nachvollziehbar, dass es irgendwann jetzt kommen musste, oder dass man es machen sollte. Ich fand es aber schon überraschend, muss ich sagen. Also, von der Geschichte her, so. Ich habe halt auch nur kurze Videos gesehen. Habe ich nicht schlecht geschaut. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja, vor allem, das war ja ein Titel gegen Karrierematch. Ja. Und die Sachen, die ich vorher gelesen hatte, da war ja eigentlich alle sich sicher, okay, Matt Hardy beendet dann damit auch seine TNA-Karriere. Und entweder geht er dann, gab ja immer mal die Gerüchte mit seinem Bruder zurück zur WWE. Da gab es ja immer mal die Gerüchte, dass man da vielleicht auch versucht von Seiten WWEs, nochmal halt vielleicht auch für WrestleMania oder für später im Jahr TLC-Match der Tag-Teams wieder zu machen. Die Dudleys hat man schon. Edge und Christian können nicht mehr. Die Hardys werden noch da. Dann halt mit einem anderen dritten Team, was dann halt dementsprechend entweder die Usos als Edge und Christian-Ersatz oder vielleicht auch New Day, die ja im Moment. Ja, Kalisto und Sin Cara, ja, könnte man ja auch mit reinnehmen. Ja, also ich denke mal, da dürfte er auch wieder fit sein. Ja. Also da wären, sag ich mal, da hätte man die Alternativen. Aber wie gesagt, das scheint mit den Hardys ja jetzt nicht so schnell der Fall zu sein. Weil, sagen wir mal so, der Titelgewinn kann jetzt eigentlich fast nur dahin gedeutet werden, dass mit Hardy jetzt nicht so schnell bei TNA verschwindet.
Ja, gut, man weiß es nicht. Ja, klar. Abwarten, Tee trinken, er kann ja trotzdem schnell verschwinden. Und Ja. sie haben es halt gemacht, um dass Ethan Carter halt als Face dann Ja. durchgezogen wird. Klar. Jetzt steht dann bei TNA bei die England-Tour an, wo ich auch Stimmen gelesen habe, dass es dann vielleicht, dass man das dass auch in die Richtung geht, dass halt Matt Hardy so ein bisschen als Übergangschampion mit, weil es ja nun mal den großen Namen in England mit Drew Galloway man hat. Und dahingehend vielleicht auch was Geplantes. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Und eigentlich ist ja Matt Hardy in dem Fall jetzt auch relativ irrelevant, weil es ja um Ethan Carter geht, der bei mir auf Platz 5 für den vergangenen Monat gelandet ist. Und ja, jetzt haben wir unsere beiden Platz 5s. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu Platz 4. Platz 4 habe ich wieder jemanden von Kombozone Wrestling, wen erstaunt. Hat Matze auch schon viel erzählt. Der ist neuer Champion geworden gegen Joey Janela und ist jetzt Wyatt TV Belt Träger. Das ist Leo Rush. Seit 2014 dabei. Unglaublich. Ich glaube, mittlerweile über 60 Kämpfe. Ist auch nicht gerade viel. Ist aber ein toller Highflyer. Hat eine tolle Ausstrahlung. Und seine Matches und seine Kicks und auch seine Aktionen im Ring sind absolut klasse. Also das erste Match, was ich von ihm gesehen habe, ich gleich da gesessen, so wow. Und war eigentlich auch verdient, dass er den Titel gewonnen hat bei Cage of Death. War ja dann auch. Ah, hier habe ich es doch 16.1. Nee, 12.1. Ach Quatsch. 12.12. so rum. Da hat er ihn, glaube ich, geholt. Und ja, macht sich ja jetzt halt auch überall ein bisschen einen guten Namen. Hat er bei ROH sein erstes Dark Match gehabt, jetzt auch im Dezember. Habe ich aber auch nur zufällig mitgekriegt. Und Und ist jetzt auch bei der Raw Winter Tour, auch beim Top Prospect Tournament in der ersten Runde auch mit dabei. Also genau. ist jetzt schon das zweite Mal bei ROH. Für einen Kerl, der jetzt wirklich erst seit knapp über einem Jahr da ist, ist es schon ein Knaller, was er da so wegraubt. Und ist zwar ein sehr kleiner Wrestler, aber er ist absolut gut im Ring. Gut am Mic und Ausstrahlung hat er für mich auf jeden Fall. Also es ist ein gutes kleines Komplettpaket, sage ich mal. Und deswegen hat er es auch wegen dem Titel und auch ja, geschafft auf Platz 4 bei mir. No. Wie du gesagt hast, im Top Prospect Turnier mit bei ein anderer CZW Mann, wobei ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der sowieso noch auf deiner Liste irgendwo. Ist ja David Starr. Der hat es leider nicht ins Top Prospect Tournament geschafft. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er nämlich, Nee. gab es da ein Four-Man Qualifying Match für den letzten Platz. Nee, da ist er, hat er verloren, also in dem Quali. Ich weiß nicht, die Leute kannte ich jetzt auch nicht Ja, gerade ich glaube, unbedingt, aber ich habe es gelesen gehabt, ja. der Sieger kam wieder mir und noch Matze bekannt vor. Und wenn Matze den nicht kennt, dann ist das meistens, dass man die Leute wirklich nicht so auf dem Schirm hatte. Wobei man sagen muss, hatte man beim letzten Top Prospect Turnier auch nicht, wo er am Ende Donovan Dijak gewonnen hat, den zumindest bei uns vorher auch keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Und der gerade seit dem Top Prospect Turnier, weshalb es da auch durchaus ein Blick wert ist, den Verlauf im Auge zu behalten und vor allem die Halbfinalen, Finalteilnehmer sich mit denen ein bisschen stärker zu beschäftigen. Er hat ja seitdem er das gewonnen hat, das Turnier auch einen ziemlichen Aufstieg hingelegt, sowohl bei Ring of Honor als auch bei Beyond, wo ich nochmal die YouTube-Seite empfehlen kann, weil es da ziemlich häufig Matches gibt,
Okay. In voller Länge, die da auch mit ausgestrahlt werden. Und auch Matze ist ziemlich voll des Lobes bei den Ja. Shows von Beyond. Ja, super, wie viele Shows denn noch? Hey, ich gehe in Rente. Das ist ja nicht mehr wahr, was man alles so in letzter Zeit ja, frei gucken kann. Oder Ja. für 9,99 $. Ja. Donovan Dijak im Moment bei Ring of Honor erstmal rausgeschrieben. Wurde aus dem House of Truth rausgeschmissen. Und nimmt jetzt in den nächsten Monaten Ring of Honor Auszeit, weil er in Europa unterwegs ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in England oder sowas mal seid, bei einer Wrestling-Show, kann es passieren, dass euch da auch der Donovan über den Weg läuft. Falls ihr mehr zu Donovan Dijak wissen wollt, haben wir auch, ich glaube, sogar zwei kleine Interviews mit ihm. Gibt es natürlich auch bei uns auf der Seite, bei iTunes, YouTube zu finden. Und damit ist der Werbeanteil wieder vorbei. Jetzt müsste mir noch Platz. einfallen, welchen ich auf Platz 4 hatte, weshalb ich schon die ganze Zeit überlege, weil ich mir nämlich ein Name entfallen ist. aber mir gerade wieder eingefallen ist, welches der Name war. Und jetzt kommen wir zu jemandem, über den wir auch schon ein bisschen geredet haben, nämlich beim Podcast zu Wrestle Kingdom 10, nämlich zu dem Mann, der bei Wrestle Kingdom 10 den Never Open Weight Titel gewonnen hat, zu Katsuyori Shibata, der sogar, glaube ich, damit seinen ersten Singles-Titel bei New Japan gewonnen hat. Zum Glück hast du den genommen. Ich hatte nämlich auch noch überlegt, nehme ich ihn nicht, nehme ich ihn. Aber gut, sehr gut. Und daher, weil es halt erstmal das Match war halt hervorragend. Da kann man halt auch den Podcast sich nochmal anhören, falls man es noch nicht gemacht hat. Und wenn man es nicht gemacht hat, sollte man sich die Show sowieso angucken. Wrestle Kingdom 10 vom, ich glaube, 4. oder 5. Januar. 4. Januar, ja. Doch, Je die haben ja nachdem. immer 4. Ja. Ja, ich glaube 4. oder 5. Auf jeden Fall relativ früh immer im Jahr. Solltet ihr euch sowieso als Termin immer so ein bisschen merken. Neben WrestleMania vielleicht die größte Veranstaltung des Jahres. Ja, und eigentlich mit dem Sieg und auch der Leistung, die er gegen Tomohiro Ishii in dem Match gezeigt hat, hat er es schon alleine verdient, in der Liste mit aufzutauchen. Und wenn es da nicht noch andere Sachen gegeben hätte, unter anderem oder vor allem bei Wrestle Kingdom, wäre er vielleicht sogar weiter oben gelandet. Aber ich glaube, Wrestle Kingdom werden wir bei unseren Plätzen noch das ein oder andere Mal mit erwähnen. Ja, würde ich sagen. Da Vielleicht schon bei folgt. deinem dritten Platz? Nicht ganz. Da kommt nochmal Konvention Wrestling geschädigt hier. Sehr gut. Da habe ich dann den angesprochenen David Starr. Der, ja, gut, Konvention Wrestling Tag Team Champion gewesen ist. Das ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Glaube ich, 2014. Ab da habe ich ihn auch so immer ein bisschen im Blick gehabt. Und ist jetzt, glaube ich, seit Anfang Dezember Rockstar Pro Champion, nennt sich das Ganze. Hatte jetzt auch, glaube ich, hast ja auch gesagt, bei ROH halt ein Match gehabt in dem Tournament. Und hatte auch eine exzellente, sage ich mal, ein exzellentes Match bei Cage of Death. Natürlich gegen Sami Callihan, der zurückgekehrt ist. Und er ist für mich halt auch so ein Gesamtpaket, was mir von Anfang an halt gleich gut gefallen hat. Und deswegen habe ich ihn mal schön auf Platz 3 gehievt. Ist auch ein relativ junger Kerl mit 24. Ja, und wie gesagt, durch das ganze Mehrgucken von Köln. Konvention Wrestling sind jetzt halt dann doch ein paar Leute in diese Liste gerutscht und ja, Platz 3 für David Starr. Sehr gut.
Dann fehlt jetzt natürlich noch mein dritter Platz. Und da sind wir schon wieder bei New Japan. Vielleicht jetzt nicht unbedingt nur Wrestle Kingdom, sondern vor allem Sachen, die bei New Year's Dash passiert sind. Es geht natürlich, wie viele jetzt vielleicht schon ahnen, um Kenny Omega. Denn der bei New Year's Dash war ein bisschen erfolgreicher, beziehungsweise sind für ihn bessere Sachen passiert als bei Wrestle Kingdom. Bei Wrestle Kingdom noch verloren sein IWGP Junior Heavyweight Title an Kushida. Aber am Abend danach bei New Year's Dash hat er sich dann einfach mal von AJ Styles die Führerschaft, ich glaube, das kann man so sagen, Führerschaft. ja, mir fällt gerade kein besseres Wort an. In Er Deutschland hat gefährliches Wort hier. ja, er hat die Spitzenposition beim Bullet Club von AJ Yeah, genau. übernommen, etwas gewaltsam, möchte man sagen. Und damit auch den ja, Austritt bei New Japan von AJ Styles geschichtlich erklärt. Möchte ich jetzt mal so sagen. Ja, die Promo war ja auch sensationell dann so zum Schluss. Ja. Also wer Und es nicht gesehen hat, anschauen. ja. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass er auch bei New Beginning werden ja zwei Shows sein. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, bei welcher von den beiden, aber bei einer von den beiden Shows bekommt er dann ein Match, was er ja auch gefordert hatte, um den IWGP Intercontinental Championship, was ja eigentlich Shinsuke Nakamura war, Schade. allerdings nicht mehr ist, weil der Titel ja auch wieder vakantiert wurde. Obwohl Nakamura halt vorher immer auch gesagt hat, dass er den gerne noch anständig verlieren möchte. Hat aber sich wohl mit New Japan dahingehend nicht mehr einigen können. Und Schade, schade. Das wäre bestimmt ein Hammer-Match gewonnen. ja, das auf jeden Fall. Und nun wird halt, wie gesagt, Kenny Omega ein Titelmatch kriegen. Sein Gegner steht bis jetzt nicht fest, wer das wird. Ich muss auch sagen, ich habe nicht wirklich groß eine Ahnung, wer es werden könnte. Spontan hatte ich im ersten Moment an Hirooki Goto gedacht, allerdings kriegt der schon ein World Title Match. Daher wird's da wohl nicht werden. Schwierig. Aber Ist schon, also mir ist auch keiner eingefallen. Vor allen Dingen ist die Frage, wer kommt noch im Bullet Club dazu? ja. Für die, die halt weg sind. Weil ich habe, du hast den Platz 3, ich habe Omega halt auf Platz 2 gesetzt, deswegen muss ich da auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ist die Frage, gegen wen und wer kommt noch zum Bullet Club? Ja, also wo ich jetzt so überlegt habe, sind so zwei Namen, wie gesagt, alle Spekulationen. Also dass man es nicht ankündigt oder bis jetzt nicht angekündigt hat, heißt für mich, es könnte irgendwas Überraschendes auch werden. Wo jetzt für mich persönlich so zwei Namen denn halt vorne, ganz vorne mitstehen, das eine ist Kota Ibushi, bei dem ich aber nicht weiß, wie es mit der Gesundheit aussieht. Weil es gibt da so unterschiedliche Sachen. Er hatte sich ja eine schwere Verletzung bandscheibenmäßig zugezogen, wo es heißt, er sollte lieber länger aussetzen. Aber es ist auch Gerüchte gab, dass er halt sozusagen so ein bisschen Hummeln im Hintern hat und lieber heute als morgen wieder in den Ring steigen möchte. Daher ist er da immer so ein Name, den ich im Hinterkopf habe. Der zweite Name, das würde Sven wahrscheinlich sehr freuen, ist Minoru Suzuki, der ja zusammen mit dem Rest von Suzuki-Gun aktuell noch bei Noah rumtourt. Weshalb es da auch sinnvoll wäre, das vorher nicht groß anzukündigen, weil wenn die er beziehungsweise auch der Rest von Suzuki-Gun Noah wieder verlassen würden, ist halt besser, wenn man das vielleicht storytechnisch irgendwie macht und nicht nicht schon vorher sozusagen schon irgendwie spoilert. Ja, gut, Ibushi schätze ich auch mal nicht. Also bandscheibenmäßig, wenn du was mit der Bandscheibe hast, das wäre, glaube ich, zu schnell, dass er wieder zurückkehren könnte.
Wäre natürlich der Kracher. Absolut. Das wäre schon Hammer. Aber ja, den Rest kenne ich jetzt nicht so. Ja, Da das. lasse ich mich natürlich überraschen, halt, wie gesagt. Also, wie es überhaupt weitergeht mit Bullet Club und macht man ein Turnier oder kriegt Omega gleich halt einen Run oder den Titel oder was auch immer. Also, es wird schon spannend. Naja, wie gesagt, sieht so aus, als ob er direkt ein Titelmatch kriegt. Ja, aber wie gesagt, Gegner, da können wir uns überraschen lassen. New Beginning. Da wird es mit Sicherheit wieder, spätestens wenn beide Veranstaltungen gelaufen sind, die laufen ja relativ kurzzeitig hintereinander, glaube ich. Meistens passiert, sind es da nur so zwei, drei Matches pro Show, die ein wichtiger sind. Der Rest war, glaube ich, letztes Jahr schon so, sind dann halt die üblichen Tag-Matches. Mal sehen, vielleicht gibt es dann da einen kleinen Rückblick. Zumindest mit mir und Sven, je nachdem, wer da vielleicht noch mitmacht. Ja, schon Dann mal. auch relativ zeitnah. New Japan können wir schon machen. Und sollte es, je nachdem, was da für Ergebnisse passieren, beziehungsweise welche Matches stattfinden, es sich nicht lohnen, das zu reviewen, dann wird bestimmt, je nachdem, spätestens wenn denn da halt ein neuer IC-Titelträger ausgekämpft wird, wird er mit Sicherheit auch in einer der Listen auftauchen von jemandem bei uns und wird, dann wird das da irgendwo Erwähnung finden. Gut, dann haben wir jetzt deinen Platz 2 auch schon mitgenannt. Genau. Dann darfst du Dann, gleich nochmal die Nummer ja, 2 mit raushauen. dann mache ich mich jetzt mal ganz unbeliebt, weil ich glaube, ich aktuell zumindest im deutschen Internet den meistverhassten Mann auf Platz 2 packe. Ja, Weiß ich auch, wer es ist. ich nehme den an, den ich auch als einzigster möchte ich übrigens mal ausführen. Auch in der im Jahresendreview, ich glaube bei Aufsteiger des Jahres überhaupt erwähnt hatte und da glaube ich auch auf Platz 2 gesetzt habe, nämlich Roman Reigns. Dieses Jahr beziehungsweise in den letzten Wochen bei TLC zwar den Titel nicht gewonnen, danach aber den kleinen Ausraster gehabt und da schon fast einen der Momente des Jahres für mich gehabt mit dem Komplettausraster. Dazu dann 2 Wochen später, glaube ich, bei Raw dann den WWE-Titel zum zweiten Mal gewonnen. Und ja, jetzt darf er ihn dann zu dem Zeitpunkt, wo es denn hier ausgestrahlt wird, ist es denn heute Nacht? Könnt ihr denn live verfolgen, ob Roman Reigns, der von Platz 1 in den Rumble startet, seinen Titel da verteidigen kann oder ob es einer der mindestens anderen 29 Leute wird. Ach nee, echt? Vielleicht kommen ja 30 und dann? Deshalb sage ich ja mindestens 29 andere. Also, ich sag's mal so, mich würde es jetzt nicht überraschen, so storyline-technisch, wenn am Ende alle 30 im Ring gewesen sind, Roman Reigns noch drinne ist und dann Vince oder Triple H oder Stephanie rauskommen und sagen, nee, so geht das nicht und dann noch mal zwei oder drei Leute nachschicken. Könnte man auch machen. Und weil die das dann auch nicht gebacken kriegen, macht es dann halt Triple H selber oder sowas. Das wäre, glaube ich, schlecht. Sag's mal so, würde ich persönlich jetzt auch blöd finden, einfach weil Reigns halt von der 1 startet. Wenn er später ins Match kommen würde, so wie letztes Jahr zum Beispiel, so Mitte des Rumbles, Ende des Rumbles, wie es ja die letzten beiden Jahre sogar der Fall war, wo er ja vorletztes Jahr Zweiter geworden ist, dieses Jahr dann halt den Rumble gewinnen konnte, dann könnte man das vielleicht machen. Ja, aber Aber nicht von der Eins. von der Eins, Also ja, durchweg alles wegzuhauen, dann bricht wirklich die Hölle aus. Das ist und auch für alle anderen Wrestler finde ich das auch sehr demütigend, muss ich dir ehrlich sagen. Das schadet den anderen auch, glaube ich, ein bisschen. Das vielleicht, weil Reigns halt auf eine gewisse Art dargestellt wird. Die Leute, die es bis jetzt geschafft haben, halt von der 1 oder zumindest von einer sehr frühen Position zu gewinnen, waren halt Leute, Shawn Michaels zum Beispiel, Ja, der hatten Austin. halt während des Matches viel eingesteckt. Der hat teilweise die Hälfte der Zeit einfach nur irgendwo in der Am Ecke K.O. rumgelegen. Ja, rumgelegen. Und geliegen. das machen kann man mit Reigns eigentlich fast nicht machen.
von der Darstellung her, dass er dann eine Weile bewusstlos rumliegt, weil gerade wenn er mal bewusstlos wäre, wäre es eigentlich ein bisschen komisch, wenn denn keiner versucht, ihn rauszuschmeißen. Ja. Und wie gesagt, gerade das beste Beispiel ist halt Shawn Michaels, von dem ich jetzt übrigens auf dem WWE Network das allererste Match, das er im, glaube ich, im Fernsehen oder das aufgezeichnet wurde, von ihm gesehen habe. Es müsste, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es AWA gewesen ist, Ach du Scheiße. Smoky Mountain oder eine dieser Ligen, Ich glaube, die man okay. auch auf dem Network sehen kann. Und sein Gegner hieß, glaube ich, Budokan. Und wer es jetzt, natürlich weiß das jeder, wer Budokan ist, nämlich ein mindestens zwei Köpfe großer schwarzer Kerl. Klar, beim Namen Budokan, da ist das logisch. Und man glaubt es gar nicht, schon sein erstes Match konnte Shawn Michaels damals mit dem Superkick gewinnen. Na naja, gut, er hat nach dem Superkick noch ein, na, wie heißt das hier, ein Splash. So, à la Okay. Superfly Jimmy Snuka noch hinterhergesetzt. Aber halt vordergründig war halt der Superkick entscheidend. Und ich glaube, den Splash hat man sogar, sieht man, glaube ich, heutzutage immer noch bei WWE, so in so einem Highlight-Clip so von früher. Den hat er aber dann mal irgendwo von der Leiter gezeigt. Das müsste dann gegen Razer gewesen sein. Nehme ich auch fast an, so Wahrscheinlich. dieser, der wirklich so aussieht wie 1 zu 1 wie der von Jimmy Snuka. Um jetzt auch mal hier kleine Werbung für das WWE Network zu machen. Wer Ein Royal Rumble klein. kostenlos gucken möchte, kann das ja noch machen. Wer sich zum ersten Mal anmeldet, kriegt den ersten Monat umsonst. Ihr müsst halt nur trotzdem halt eine Zahlungsmethode angeben, wenn ihr für den Fall, dass ihr sozusagen danach noch Abonnent bleiben würdet, das dann abgebucht werden könnte. Das ist die einzige Voraussetzung. Ich glaube, Zahlungsmethoden waren auf jeden Fall Kreditkarte und PayPal Ja, mit PayPal und bei. Visa habe ich nun gesehen. Ja gut, Kreditkarte und PayPal. Ja, Kreditkarte ist ja sowieso immer und PayPal ist halt zumindest in Deutschland wichtig, dass das funktioniert. Ob andere Sachen auch gingen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie gesagt, im Zweifel mal gucken und den Rumble umsonst mitnehmen. Mein Gott. Aber nicht live, also ich nicht um diese Uhrzeit, Ja, ey. gut. Das ist 3 Uhr für die morgens, ne? meisten, das ist natürlich für die meisten dann schwierig um die Uhrzeit. Ich werde es mir vielleicht gönnen, Nee. aber ich nehme ganz stark an, dass ich das Zeituhr technisch auch nicht durchhalte. Und der Vielleicht kriegt dann mich eher, auf dass der ich. Arbeit ein, das weiß ich jetzt schon. Da wir da immer nur rumsitzen und ich dann, glaube ich, dann, ja, dann würde ich eigentlich nur noch duschen, frühstücken, auf der Arbeit sitzen und dann spätestens um 10 so, wer ist dann Sense mit mir? Ja, kann ich nachvollziehen. Aber kann man ja auch sich im Replay denn jederzeit noch angucken. Ja gut, dann bleiben wir wieder internetfrei, also ich zumindest spoilerfrei. Das Immer. ist immer ganz wichtig. Noch ein kleiner Tipp, weil mir das auch schon passiert ist. Solltet ihr die WWE-App irgendwo installiert haben, Nee. da müsst ihr auch vorsichtig sein, weil die hat denn mich auch schon einmal gespoilert, da ist irgendwo mal Randy Orton den Champion geworden und die erste Nachricht, die halt so mir unten so klein eingeblendet wurde, hier, es gibt eine Neuigkeit bei der WWE-App, Randy Orton neuer World Champion. Ja, ich habe mir schon angewöhnt, bei der WWE-Seite, also die Log-Seite halt nur zu nehmen oder halt gleich deine E-Mail-Adresse und Passwort eingibst. Ja. Ja, und nicht vorne über WWE kommen dann zu gehen oder so, wo du erst nochmal das Network drücken musst, weil dann hast du natürlich gleich das fette Bild, dann das Ansonsten, nicht. wer sich das vielleicht nicht am Computer angucken möchte, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, bei welchen Smart TVs es schon funktioniert. Bei einigen müsste es schon funktionieren. Bei der Xbox funktioniert's. Da kann ich sagen, das geht. Gucke ich gerade sogar. Ich gucke gerade nämlich nebenbei Halloween Havoc 93 und ich sehe hier gerade Dustin Rhodes, der heutzutage als Goldust bekannt ist, in einem Match gegen Stunning Steve Austin. Also Oh, da war er Stone noch Cold. gut hier. Stone Cold. Ja. Ja, Ja, beste. so also wie gesagt, die App auf Xbox funktioniert. Meine letzten Meldungen sind, dass sowohl die PlayStation-App
als auch für die Amazon-Sachen, also Fire TV, erst am 26. verfügbar sein sollen. Was dann also nächste Woche Dienstag wäre. Na Das gut. heißt, zum Beispiel Sven, der mir schon erzählt hatte, dass er es über die PlayStation eigentlich gucken will, der müsste dann noch 2 Tage warten oder halt anders gucken. Also Ja, mit habt den ihr. Konsolen habe ich keinen Plan. Also ich habe auch nur Laptop, PC und so Tablet. Ja. Also Tablet und Smartphone, da gibt es die App ja sowieso schon. Gut, ich gehe auch nur über den Browser halt. Ja. Also die App benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, klar. Ja, aber wie gesagt, da kann ich schon mal sagen, bei den Sachen funktioniert es. Bei den anderen kommt es erst nächste Woche. Da müsst ihr euch dann noch gedulden. Soweit die Verbraucherhinweise. Wie gesagt, Roman Reigns, mein Platz 2, Gewinn des World Titles. Rechtfertigt da schon den zweiten Platz für mich. Und nachdem wir jetzt auch noch so viel Werbung gemacht haben, es ist heute irgendwie eine Werbeveranstaltung. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch Dauerwerbesendung mit einblenden müssen, oder ob das bei Podcasts nicht so wichtig ist. Man weiß es nicht. Ja. 999, auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Denn der Preis, genau wie in den USA, $9,99. Umrechnungskurs, ja, wisst ihr ja, das wechselt dann immer mal. So, genug der Werbung von nicht WTR-internen Sachen. Jetzt kommen wir dann mal zu Platz 1. Und ich nehme ganz stark an, da haben wir denselben, deshalb lasse ich Nicole da wieder das erste Wort und ich sage dann einfach, jo, den habe ich auch. Ich habe zwei. Okay. Da kommt dann diese Doppelplatzierung hier mal raus. Ist klar, Shinsuke Nakamura und AJ Styles. Ja, weil beide werden in der WWE ankommen. Ist die Frage, wie werden sie eingeführt? Gegen wen werden sie fäden? Inwieweit behalten sie ihr Gimmick oder ihren Ringstil? Was für Matches werden kommen? Was für Stories werden kommen? Kommt der Bullet Club und überhaupt? Und wir sind alle schon gespannt. Und das kann natürlich groß werden, wenn es die WWE gut macht und sich vielleicht auch ein bisschen Zeit lässt und eine gute Story macht. Dann ja, sind dann beide dort angekommen, wo wir sie sehen wollen. Ja, mit vielen neuen Matchpaarungen. Viele neue Nachrichten in die Richtung gibt es noch nicht. Mein letzter Stand ist halt bei AJ, der hat am entweder Freitag oder Samstag, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, denn gestern bzw. vorgestern bei Ring of Honor nochmal einen Auftritt bei irgendeiner Show, allerdings nur für eine Autogrammstunde. Ja, das hatte ich auch so weit, eigentlich mitgekriegt, also Ja. kein Match. Genau. Und da hat Ring of Honor wohl auch explizit gesagt, dass das die letzte Möglichkeit jetzt ist, bevor bei Ring of Honor und man weiß ja nie, wo man AJ denn als nächstes sehen wird. Bei Shinsuke sollen die Pläne sogar noch ein bisschen genauer sein. Da soll er, ich glaube, Mitte Februar war da so ein Termin in den USA sein. Und halt für den Medizincheck. Und sollte er den halt bestehen, dann auch dementsprechend dann wahrscheinlich auch relativ schnell Vertrag und. Also im Februar war, glaube ich, Mitte Februar, hatte er ja keine Matches mehr, weil ich habe mir die Cards heute noch mal ein bisschen angeguckt gehabt. Januar, so bis Anfang Februar war er halt in den Cards halt immer noch ein bisschen mit drinne gewesen. Und ich glaube, so ab dem 24. oder 14. rum, irgendwas mit 4, war er dann nicht mehr mit dabei. Ja, Halt. na sein Vertrag bei New Japan geht ja offiziell bis Ende des Monats. Da ist, glaube ich, auch schon offiziell sein letztes Match angekündigt für den 30. oder 31. Six-Man-Tag-Team-Match wird es sein. Und dann waren ja theoretisch noch ein paar Shows, unter anderem auch mit Ring of Honor, zusammengeplant, wo ja eigentlich auch mit für angekündigt war, aber da gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass die nicht mehr stattfinden. Überraschenderweise kann ich sagen, mein Platz 1 ist da jetzt gar nicht mit bei.
What? Aber bevor ich den jetzt sage, habe ich währenddessen die Top 4 von Willi gekriegt. Jawohl. Zwar keine 5, aber 4 sind auch schön. Willis Top 4 sind auf Platz 4 Carmella. Dafür, dass sie halt den Number One Contender Posten gewonnen hat, sich gesichert hat. Auf Platz 3 Becky Lynch, die diesen Monat auch ziemlich viel in Richtung Titel gepusht wurde. Und ich gebe jetzt einfach mal meinen Tipp ab, auch den beim Rumble gewinnen wird. Denke ich auch, ja. Dann den vorhin schon angesprochenen Matt Hardy für den Gewinn des TNA World Titles und seinem Heel-Turn dabei. Und auf Platz 1, genau wie bei Nicole AJ Styles, und Willi hat noch dazu geschrieben, über keinen anderen Worker wurde in diesem Monat so viel berichtet und gerüchtet. Gerüchtet, ja. Ja, und gerüchtet gab es sogar die Meldung, dass ihm angeblich TNA auch was Haben wollte. angeboten hat, genauso wie den beiden anderen Bullet Club Jungs, Gallows und Karl Anderson. Gut. Ja. Ja. Aber hey, Wenn man wenn da man, schon mal war, muss man da nicht noch mal hin. sagen wir mal ehrlich, nachdem wie sie sich getrennt haben, würde es mich sehr überraschen, wenn AJ zu TNA zurückgeht, anstatt bei New Japan zu bleiben. Also nach dem Ende gehe ich nicht davon aus, dass, also außer er wäre jetzt durch einen Medizincheck gefallen, denn, aber selbst dann würde wahrscheinlich New Japan ihn direkt nehmen Wieder. und sagen, okay, dann kannst du halt bei uns bleiben. Ja. Und die anderen beiden dürften auch ohne ihn halt, denke ich mal, auch nicht woanders dahin gehen. Also, wenn, dann gehen sie schon, glaube ich, alle zusammen. Gut. Nachdem wir jetzt Nicoles und Willis Nummer 1 hatten, kommt jetzt noch meine Nummer 1. Wir bleiben in Japan, wir bleiben bei Wrestle Kingdom und wir nehmen den Sieger des Main Events. Katsushika Okada, der seinen Titel, den IWGP Heavyweight Titel gegen Hiroshi Tanahashi verteidigen konnte und damit ein Jahr nach der Niederlage und den Tränen, die er da vergossen hat, sich revanchieren konnte. Ja, und den Main Event halt bei Wrestle Kingdom gewinnen konnte. Die Tränen vergesse ich auch jedes Mal. Ja, also das war damals wirklich Wrestle Kingdom Ja. 9. Wer da nochmal das Review von uns sich anhören möchte, boah, war ich da angepisst. Also, Also. man kann ja auch so ein bisschen, machen wir nochmal kurz Werbung bei YouTube und Dailymotion, kann man sich das ja auch, wenn man mal will, es noch nicht gesehen hat, auch mal angucken. Da hat er mir auch schon ein bisschen leid getan. Deswegen wundere ich mich, dass ich das andauernd vergesse. Ja. Das war schon, ja, wirklich tränenreich. Ja, das Oh. ist richtig. Aber wie gesagt, dieses Jahr lief es dann besser für ihn. Und damit sind wir theoretisch schon so gut wie durch. Aber was natürlich am Ende einer Sendung fehlt, gerade wenn es Chaka ist und wenn es sozusagen die Abschlusssendung der Woche ist, ist natürlich in der Dauerwerbesendung die Werbung. Genau. Denn im WTR bekommt ihr natürlich jede Woche unzählige Podcasts auf die Ohren. Und da gab es in der letzten Woche einmal von mit mir, Marcel, Matze und dem Sven haben wir auf die 20-jährige Jubiläumsshow der GWF geguckt. Den Podcast gab es am Mittwoch. Gestern, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung natürlich immer gesehen, von Give Me Five. Gestern gab es die Time Machine zum Royal Rumble 2001 mit Sven und Matze. Und wer die Time Machines kennt, weiß, das war nicht nur informativ, unterhaltsam und mit Sicherheit auch lustig. Und ist damit immer eine perfekte Einstimmung, auch auf den Royal Rumble. Genauso wie natürlich die Opening Bell, bei der euch der gute Leo durch die Sendung geführt hat. Wer die Tipps der Leute noch nicht kennt, die dabei waren, kann das ja noch nachholen. Noch habt ihr ein bisschen Zeit.
Falls ihr den Rumble live seht, habt ihr zumindest noch ein paar Stunden. Je nachdem, wann ihr uns hört, ist der Rumble schon gelaufen. Aber könnt ihr euch trotzdem noch vorher anhören. Und in der nächsten Woche gibt es natürlich am Dienstag live das Review zum Royal Rumble. Ich guck mal kurz, was die Besetzung angeht. Also es müsste dieselbe Besetzung wie in der Opening Bell sein, die laut meinem Plan hier neben Leo Mark, Marcel, Laura und Melissa umfasst. Und gerade Mark und Roman Reigns. Und Mark und Mark Henry. Ja. Ja, also ich meine, er dürfte sich eigentlich freuen. Ja. Mark und Mark, Mark, Mark. Ja, aber gerade seine... sag ich mal, Einstellung Richtung Roman Reigns. Wer da die letzten Podcasts schon so gehört hat, wo Mark mit dabei war, da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Reigns den Rumble nicht gewinnt, weil sonst hat Mark, glaube ich, da sehr, sehr schlechte Laune und es könnte ein Leo geben. Ah, aber ich glaube, der puncht ja eh ein paar raus, deswegen, er wird so oder so ziemlich, wie man hier so sagt, angepisst sein. Ja, und vor allem, wenn Roman den Mark rausschmeißt, dann ist aber... Zappenduster. Ja, dann ist der Osten offen. Ja gut, das war sowieso. Die Grenzen sind ja nicht mehr zu. Nee. Ja, wie gesagt, das ist der Roundtable, den ihr euch live am Dienstag anhören könnt. Ich gehe jetzt mal uhrzeittechnisch so um 9. 8 oder 9 steht aber im Zweifel. 9 ist immer gut, klar. Ja, ich glaube, 9 ist da so die Standardzeit. Und ihr wisst ja, selbst wenn 8 angepeilt ist, vor 9 legen wir da eh nicht wirklich los. Falls ihr es euch live anhören könnt, wollt und könnt. Ansonsten natürlich, da könnt ihr natürlich bei Live-Sendungen, um das auch nochmal zu erwähnen, könnt ihr natürlich auch mal im Chat dabei sein. Wenn ihr auf unsere Seite geht, dann könnt ihr da auch immer mitchatten und uns vielleicht auch noch live Anregungen bzw. Fragen stellen. Apropos Fragen. Lang hat es gedauert, aber nächste Woche nehmen wir das erste Team-Interview an, auf. Ja, wir nehmen an, dass wir es aufnehmen. Du nimmst an, dass du es aufnimmst. Da ich der Erste sein werde, der das Ganze über sich ergehen lassen darf und damit das Versuchskaninchen spiele, und mich der gute Matze da bestimmt ordentlich quälen wird, nehme ich ganz stark an, dass sollte nichts Außergewöhnliches passieren, dass nächste Woche aufgezeichnet wird. Und ich glaube, so Mittwoch oder so müsste die Aufzeichnung so geplant sein, ungefähr. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich beantworten soll, wie zum Beispiel, warum Bret Hart der beste Wrestler der Welt ist, dann natürlich einfach uns schicken, entweder an Matze direkt bei Facebook per PM. Ich glaube, AskFM gibt es auch einen Account, wo ihr Fragen stellen könnt per E-Mail, beziehungsweise gibt es in der Facebook-Gruppe auch einen Post dazu, wo ihr dann drunter kommentieren könnt. So, ich glaube, damit habe ich jetzt alle Sendungen nochmal beworben. Jetzt ist natürlich dann ganz wichtig, ihr kennt jetzt unsere Top 5, beziehungsweise Willis Top 4. Was sind eure Top 5? Waren eure da vielleicht schon alle mit bei uns? Oder habt ihr andere? Gerade wenn ihr vielleicht andere Ligen guckt, vielleicht auch europäische Ligen, ist da jemand mit bei, der da unbedingt mit rein gehört? Wie gesagt, Stichtag ist der Rumble. Das heißt, alles, was vor dem Rumble passiert ist, ich sag mal, die letzten 4 bis 6 Wochen, sagen wir mal, grob, könnt ihr da gerne mit reinnehmen. Ja, wir sind ja Ende des Monats dann auch wieder dran. So, ja. Ich glaub, um den, was war es denn hier? 28. wird es dann, veröffentlicht. So Ende Februar sind wir dann mit der zweiten Ausgabe mit dabei. Bis dahin könnt ihr dann natürlich auch abstimmen und noch Vorschläge einbringen. Wie gesagt, die Sachen oder für die Leute, die ihr abstimmt, das sollten halt die Sachen sein, die vor dem Royal Rumble passiert sind.
Ansonsten überlege ich gerade, habe ich noch irgendwas vergessen, was man erwähnen müsste? Ja, habe ich, denn nächste Werbung. Woche, um genauer zu sein, am Mittwoch startet die zweite Staffel von Lucha Underground. Das muss unbedingt nochmal erwähnt werden. Und dazu habe ich noch gleich einen weiteren Tipp, denn heute ist eine neue Ausgabe von Art of Wrestling erschienen mit Gast Vampiro. Und das passt natürlich auch sehr gut zum Start der zweiten Staffel von Lucha Underground. Da gibt es ja auch Ja. noch einen Podcast, kannst ruhig nochmal Werbung machen. Von WTR. Ja, natürlich gibt es auch einen Podcast. Lucha Underground wurde öfters erwähnt. Ich glaube, zu Ultimate Lucha, da haben wir auch einen größeren Review, ein größeres Review gemacht. Ja, wenn die Erinnerung nochmal ein bisschen auffrischen will. Genau, was da so passiert ist. Ja, wie gesagt, dazu vielleicht noch Art of Wrestling mit Gast Vampiro. Und dann seid ihr bestens eingestimmt, um dann ab Mittwoch, beziehungsweise deutscher Zeit ist ja das dann Donnerstag Nacht, irgendwann so gegen 2 oder 3, wann das denn ausgestrahlt wird in den USA, könnt ihr denn wieder Lucha Underground euch angucken. Womit die Wrestling-Woche noch ein Stück voller geworden ist. Aber hammervoll. So. Da ist die erste Ausgabe lang geworden, länger als ich es gedacht hätte. Auch weil ich viel geredet habe und wir viel Werbung gemacht haben. Aber ich hoffe, euch hat gefällt das Konzept auch ein bisschen. Und wie gesagt, wenn ihr noch Anregungen habt, auch gerne in die Kommentare unter dieser Ausgabe. Genauso halt auch eure Vorschläge, wer eigentlich es verdient hätte, in die Top 5 zu sein des Monats. Und alles sonst noch, was ihr uns irgendwie mitteilen wollt, könnt ihr da auch noch reinschreiben. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann E-Mail an Matze. Der ist für die Beschwerden zuständig. Wie immer. Genau. Immer der Irgendwas Chef. muss er ja auch mal tun. Genau. Immer der Chef. Genau. Alles Schlechte zum Chef. Nein, 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 nein. Das wollen wir natürlich nicht. Nein. Nein. Dazu wollen wir auch nie aufrufen. Mm-mm. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nie. Gut. Gut. Nicole. Ein Du. paar Abschiedsworte. Genau. Oder wie? Okay. Mach das mal. Sei noch mal dazu gesagt, wenn manche nicht wissen, wer über wen wir jetzt hier so geredet haben oder wer was wo ist, mache ich auch noch mal kurz Werbung. Immer mal bei knickbuch.com mal reinschauen, mal ein bisschen durchlesen so. Findet man immer auch ein paar aktuelle Sachen, wer das ist, was er schon gemacht hat oder so. Und ja, und dann halt auf den Kanälen mal ein bisschen gucken, sich mal ein Video raussuchen mit einem Wrestler, den man vielleicht kennt, und dann sich da halt mal ein Match mit demjenigen anschauen, den man nicht kennt. Und schon hat man vielleicht mal jemanden Neues wieder, den man gut findet. Und so macht es ja dann immer Spaß, wenn man das mal so macht. Dann wünsche ich jetzt allen alles Gute, auch dem Chef, und sag auf Wiedersehen. Gut, dann bedanke ich mich, Nicole, dass du dabei warst. Ich bedanke mich bei den Hörern, dass ihr zugehört habt. Das war die erste Ausgabe von Give Me Five, die eigentlich und hoffentlich beim nächsten Mal dann der Willi moderieren wird, und wir beide dann nur die Stichwortgeber sind Jawohl. und ihr dann auch nicht mehr so viel von meinem Gequatsche ertragen müsst. Aber bis dahin gibt's viel Wrestling zu gucken, und viel abzustimmen habt ihr ja auch, wie gesagt. Superstar der Woche gibt's ja auch immer noch, da könnt ihr auch immer abstimmen. Hier eure Vorschläge mit rein. Und alles sonst noch, wo ihr uns immer noch was sagen wollt. Je mehr, desto besser. Matze muss, liest so gerne. Dem wird nicht so oft geschrieben, daher liest er gerne Kommentare. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, Give Me Five. Das war der Jan. Damit ich mal meinen Namen auch vielleicht mal genannt habe. Ich glaube, es Sag hat. tschüss, Jan. Ja. Tschüss, Jan. Tschüss, Hörer. Tschüss, ihr da draußen. Wer auch immer uns hört. Und wenn E.T. dabei ist, E.T. nach Hause telefonieren.
Tschüss, Jan.